Hey, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Kanal. Wie ihr schon seht, oder wie ihr schon bestimmt im Titel gelesen habt, werden wir heute testen, was der Unterschied zwischen Bogenstärke 5 ist und normalen Bogen und Schärfe 4 Dia-Schwert, Schärfe 5 Dia-Schwert. Und normalen Dia-Schwert. Und bis das soweit ist, sehen wir uns dann gleich. So, und da geht es auch schon weiter. Und jetzt testen wir es einfach mal. Ich spoil jetzt mal nicht, ob er sterben wird oder nicht. Wie ihr seht, ist geträgt. Und bis der zweite Bogen dann geladen hat, sehen wir uns dann auch gleich wieder. Also, wie ihr es schon seht, der zweite Bogen ist gespannt. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Er belebt das erste Mal. Und das zweite Mal? Auch? Das dritte Mal? Nicht. Also wie ein normaler Mensch, HP-Herzen. Gefällt mir sehr gut, dass das so gut funktioniert hat. Und bis dann der zweite, oder bis das Tierschwert Schärfe 5 gezückt ist, sehen wir uns dann auch gleich wieder. So, und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt das Tierschwert gezückt und werden jetzt einmal zuschlagen. Er lebt noch. Beim zweiten Schlag nicht mehr. Und wieder bis ich das zweite Tierschwert gezückt habe, sehen wir uns dann auch wieder gleich wieder. Ja, totale Logik. Ich auch mit. Ich dumm. So, Leute, und jetzt auch wieder hier. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Schläge brauchen wir jetzt. 1, 2, 3, 4. Get down! Und du auch noch, Alter. Warte, du wegkommst. So. Wie ihr seht, Zombie und Spinne gleich. Oder nee, was glaube ich? Spinne 3, Zombie 4. Leute, das war's von diesem Let's Play. Was wir rausfinden, die Verzaubern sind besser. Bogen ist also besser wie Schwert. Natürlich, im Nahkampf benutzt man dann natürlich nicht den Bogen. Leute, das soll's gewesen sein. Ciao, ciao!